So, hallo, wir machen weiter bei Metroid Dread. Letztes Mal viel, viel Story. Schaut es euch einfach an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Ich fasse das jetzt nicht nochmal zusammen. Denn es war wirklich viel, viel Story. Einige neue Erkenntnisse. Und ja. Man hat so ein bisschen verstanden, wohin die Reise jetzt letztendlich gehen wird. Ah, das war nur Munition, okay. Könntest du langsam ein bisschen Energie vertragen, weil ich mich ziemlich dumm angestellt habe in der letzten Folge. Okay. Okay. Wir gehen aber erstmal da hoch. Okay, wozu gehe ich? Hä? Da muss ja was sein. Ha! Ich war... Okay, ich war zu langsam. Nicht genug überlegt, was ich davor hatte. So, nice. Missile Plus Container. Sehr schön. Gut, prima. Den nehmen wir doch gleich gerne mit. Alles ist hier wieder zu, ja moin. Aber wieso geht denn das dann wieder zu? Das ist ja dumm. Da muss ich das ja immer wieder so aufmachen. Oh, den kann ich auch schon so angreifen. Ja, nice. Ah, hier komme ich noch gar nicht hoch. Okay. Dann hat mir die Vorarbeit leider gar nichts gebracht. Ich wollte eigentlich da durchdashen. Ja, komm, gib mir Energie. Naja. Das Ding da oben bewegt sich. Was ist das denn? Das ist irgendein Tentakel, der noch lebt oder... keine Ahnung. Oh nee! Gut. Jetzt haben wir hier eine Verbindung. Sehr schön. Okay. Yo! Das wusste ich nicht, dass ihr das könnt. Ist ja interessant. Coole Sachen macht ihr da. Ah, Energie kommt zu uns zurück. So, jetzt können wir hier durch. Dann geht's hier hoch. Oder wir können da lang. Ah, wir gehen erstmal hier lang. Das sieht nach... Da geht's nicht weiter aus. Ah, den muss ich direkt angreifen. Okay, I see. Oh shit! Oh shit, kein Fan von den Dingern. Ganz vergessen, was die können. Hilfe. Ja, aber die geben mir schön Energie jetzt, wenn ich das ordentlich angehe. Naja. Okay. Besser ist es.
habe das dumpfe Gefühl, hier geht es am Ende weiter und der andere Weg wäre der Special Weg gewesen. Ah, super. Ja, scheiße. Dann hätte ich vielleicht doch hier... Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen, wie die Reise weitergeht. Ich bin mir noch unschlüssig. Ah, Mann! Das heißt, sobald ich das neu anvisiere... Ah, Mann! Verliere ich den schon? Muss ich den direkt treffen? Ja, ich muss den direkt... das ist ja doof. Ah, okay. Oh, nee, was? Hier kommt ein Bosskampf. Ja, nee. Da kann ich so jetzt noch nicht hin. Weil an dem Viech werde ich jetzt erstmal... Ich muss mit genug Energie zu dem Viech erstmal kommen. An dem verrecke ich ja sonst. Das Netzzug. Oh mein Gott! Ah, da ist eine Aufladung. Ja, moin. Und ich bin da nicht hochgelaufen. Ich Volltrottel. Ey, das ist wieder, ne? Das ist wieder so ein typisches Ding einfach. Ah, und hier komme ich nicht. Hier komme ich dann nur von der anderen Seite ran. Okay, I see, I see. Den kriege ich auch nicht, ne? Den kriege ich auch nicht durch die Explosion. Nee, kriege ich nicht. Okay. Gut. Ja, dann sind wir jetzt ja schlauer. Oh, Mann. Ist jetzt so kritisch, dass dieses Ding als erstes kommt. Okay, jetzt ist er weg. Sehr gut. Damit haben wir jetzt keine Gefahr mehr. Ich drücke immer die falsche Taste. Da kann ich nicht von hier direkt den anderen treffen eigentlich. Ah, ja, das macht die Sache deutlich leichter. Yes! Es klappt doch. So, okay. Ja, mal gucken, was jetzt da kommt. Noch gar nichts. Ja, dann ist da hier der Bossraum. Oh, ich will das nicht. Ja. Ein Wasserkampf. Ach du Scheiße. What bist du denn? Das war dann auch der interaktive Apparat hier. Aua! Oh, dashen geht hier gar. Also ich kann hier gar nicht. Ich wollte es gerade ausprobieren. Aber es geht... Ah, ja, okay. Ah, das da oben muss ich angreifen, okay. Also Dings geht hier gar nicht, Flash Shift. Bevor mir hier jemand jetzt gleich... Ah, Mann! Okay, den kann ich auch so angreifen. Die blauen gehen kaputt, die roten nicht. Okay. Dann haben wir ja erstmal so den Anfang verstanden. Ah, ich wollte noch ausweichen. Aber I see, wohin die Reise geht. Also zumindest für die erste Phase. Okay. Ich will eigentlich die richtige Taste drücken. Ich krieg's nicht hin jetzt. Na! Das war jetzt nicht so gut. Okay, ich hätte rüber... Alles klar, ich muss dann rüber. Oh, Mann.
Und es ist mit Zeit. Man muss schnell rüber. Wenn man die richtige Taste findet, das, ne? Das sollte man noch tun. Man sollte noch die richtige Taste finden. Nochmal. Okay, zweimal springen, dann passt es. Dann kommt mir den Tank. Okay. Dann kommen jetzt auf jeden Fall den seinen Phasen. Kommen wir. Ja, gut, wenn ich sage, ereilt mich gleich das Karma. Ah, okay. Also grundsätzlich entkommen wir seinen Phasen. So. Ja, vielleicht bewegst du dich noch langsamer. Jo, was? Ich habe mit viel gerechnet, aber nicht, dass ich so schnell sein muss. What the heck? Eins, zwei. Das war doch schon wieder viel zu langsam. Nein! Ich... Ja, geil! Oh mein Gott, wie schnell muss man denn da hoch? Wenn das funktioniert. Ach, scheiße. So, also schneller geht's nicht. Ich darf ich nicht loslassen, die Kacke hier. Bruder, was? Wie? Hä? Was mache ich denn falsch? Was mache ich denn falsch? Ich kann nicht schneller mit dem Ding fahren. Hä? What? Muss ich da irgendwie abspringen vorher? Dieser Moment, wenn du den Boss nicht verstehst. Ah, scheiße. Ich frage mich halt, ob es schneller ist, einfach zu mashen, weil er macht ja, mache ich ja scheinbar auch Schaden. Oder ob die Aufladung schneller ist. Ach so, das Ding ist ja schon da. Oh shit. Ich glaube, ich habe es verstanden. Ich bin dumm. Ich darf das nicht vom Boden aus machen. Eben gerade, weil der... Ah, ich hab's verstanden. Eben gerade, weil der so langsam... Oh, moin. Ah, moin. Eben gerade, weil der so langsam ist. Ach, Mensch. Ach, das Problem ist aber, dass ich da wieder zu langsam bin. Ach, Mann, ey. Okay, also den Anfang machen wir vom Boden aus und wenn es sich dem Ende nähert, dann muss ich vorher schon ran an das Ding, scheinbar. Okay. Eieiei.
Ja, schade, dass unter Wasser kein Flash-Shift möglich ist. Ich würde ihn ja gerne nutzen. Jetzt schnell, geh kaputt. Nein, da kam wieder ein Nana. Ach Mann. Ich kapiere das nicht, wann die loslässt. Mann, Samus. Mach doch, was du sollst. Okay. Ja, nicht gut. Jetzt ist wieder zu langsam gewesen. Ich könnte schon wieder kotzen. Ach! Ich kriege die... Ich komme mit den Tasten nicht klar. Ich bin zu blöd dafür. Das gibt's doch nicht. Das ist die Taste für den. Und dann muss ich schießen drücken. Und dann macht er den und dann geht sie hoch. Ey, ich komme mit den... Also, ich bin zu blöd für die Steuerung. Nein! Das Problem ist, dass das Schießen vom Gravel Beam und vom normalen Beam halt die gleiche Taste ist, nur ich muss sozusagen erst eine andere drücken, dass ich den Gravel mache. Jetzt geh kaputt! Ja! Jetzt muss es doch mal reichen. Also wenn es jetzt nicht reicht, weiß ich auch nicht. Ich meine, ich häng dran. Schneller kann ich nicht losfahren. Okay. Was auch immer mir das jetzt bringen soll. Jetzt machen wir es halt von der anderen Seite. Ja, was hat mir das jetzt gebracht? Scheißdreck! Nein, okay, wir gehen erst nicht hoch. Wir gehen noch nicht hoch. Wir gehen noch nicht hoch. Ist okay, ist in Ordnung. Na, Mann! Scheiße, ich muss... Aber irgendwie muss ich da immer hochkommen vorher, sonst komme ich nicht auf die andere... Aber wieso will ich überhaupt auf die andere Seite? Hä? Irgendwas sagt mir, dass ich den Boss noch nicht verstanden habe. Also es zieht diesen Tentakel ein, ja, und dann? Was nützt mir das? Ey. Ich glaube, ich muss trotzdem, wenn ich da oben bin, mit Raketen arbeiten oder so, weil sonst... Ah, scheiße. Ah, jetzt kriegt sie mich gleich dreimal oder so. Mist.
Kann ich die angreifen oder so? Nee, ich kann da nichts machen, effektiv, ne? Ich fahre einfach nur rüber. Ja, aber für was fahre ich rüber? Dann fahre ich wieder zur anderen Seite. Ich fahre... Ich bin sicher, da ist irgendein Zwischenschritt, den ich noch machen muss, damit es auch was bringt, rüber zu fahren. Ach, Scheißdreck. Weil ich meine, ich sehe das schon, dass da diese Lichter hier hinter mir sind und es ist auf der anderen Seite auch. Ich dachte so, ich muss hin und her wechseln und das halt immer an- und ausmachen und dass das dann irgendwas auslöst oder so. Aber... Im Moment ist das ja nicht der Fall. Ey! Bis man da oben ist, schießt die ihre nächste Kacke weg. Das ist doch nicht wahr. Ja, moin, jetzt komme ich wieder nicht rüber. Warum auch immer ich rüber will. Ja, okay, ich habe mal gedacht, ich mache einen... Oh, lol. Sie denkt, ich bin drüben, oder was? Ah, jetzt nicht mehr. Schade. Irgendwas wird schon bringen, hin und her zu wechseln. Keine Ahnung. Ich ha... Seht ihr das? Ich habe jetzt die Rakete geschossen, ich habe das andere geschossen, aber ich habe nicht den Grapple-Beam nach oben bekommen. Weil ich zu dumm dafür bin. Holy shit. Amen. Alter, jetzt mache ich schon wieder. Und wenn ich es dann mal treffe, dann schießt sie mir irgendwas ins Gesicht und ich komme nicht durch. Aber wenn ich sie von hier unten kaputt mache, die letzte Phase, dann komme ich nicht schnell genug da hoch. Ja. Wann soll ich das machen? Oh Gott, ich dachte, die trifft mich. Ich meine, vielleicht muss die irgendwie, keine Ahnung, was die machen muss. Ja, jetzt komme ich wieder nicht rechtzeitig. Ah, jetzt ist das Ding an, scheiße. Jetzt habe ich das erst gesehen. Hätte ich das vorher auch anmachen müssen erst? Oder was, oder wie, oder wo? War das von auf der anderen Seite auch an? War das das, was ich nicht verstanden habe? Warte, wir machen es jetzt mal mit Raketen, dass es ein bisschen schneller geht. Ich glaube, das geht schneller. Ach, scheiße. Ich muss mal gucken, ob das auf der anderen Seite auch in dem Moment angeht, wo die da loslegt. Dann muss ich das ja erst einstellen, das Gerät. Ups. Das habe ich nicht gesehen. Das muss ich mal gucken, ob das Gerät angeht. Jetzt habe ich es gesehen, dass das Gerät angegangen ist. Wenn ich das bisher übersehen habe, ist das ein bisschen dumm gelaufen. Mann! Ja, das geht an, das Gerät. Und das sorgt dafür, dass das Wasser... Ach so! Und dann machen wir das hier auch.
Ah, jetzt war ich zu langsam. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Jetzt habe ich die erste Phase verstanden. Ja, okay, jetzt ergibt alles Sinn. Dann lassen wir nämlich das Wasser ab. Und dann kann ich schön vergessen zu Flash-Shiften. Aua. Ah, shit, da war ich zu gierig auf Treffen. Jetzt ergibt alles Sinn. Jetzt ist das Wasser ab und jetzt geht's richtig los hier. Aua. Oh, das war ein kurzes Vergnügen. Okay, verstanden. Boss verstanden. Das hat gedauert. Ich habe das nicht gesehen, dass die Maschine hier angeht. Scheiße. Dann war das Zufall vor allem, dass ich es vorhin geschafft habe, schnell genug rüberzukommen. Das ist gar nicht so gedacht, Lul. Ja, dann hat man dafür natürlich mehr als genug Zeit. Ah, shit. Nicht zu nah ran? Okay. Ah, jetzt. Nicht sehr oft getroffen, aber oft genug, würde ich sagen. Aber ich glaube, ich hoffe mal, das Ding hat dann auch jetzt nur diese eine Phase. Weil die Phase dauert ja schon 3 Jahre gefühlt. Bis man die mal hat. Nicht, dass das auch wieder so ein Boss ist mit 3 Millionen Phasen. Das fände ich jetzt nicht so geil. Weil halt diese erste Phase schon so ewig geht. Nein! Mist! Kacke! Gib mir Energie! Das ist nicht viel, aber es ist ein bisschen was. Oh oh, oh oh, oh oh! Oh! Nice! Einmal rüber. Einmal rein da. Ja, gute Treffer, gute Treffer, gute Treffer. Ah, scheiße, es war schon wieder. Okay, also man kann sie auch nur eine gewisse Zeit lang treffen. Danach wird automatisch beendet, egal wie viel ich treffe. Oh, was kommt jetzt? Das war neu. Ich wusste nicht, wie die kommen. Ach. Das war wahrscheinlich kurz vor Ende. Dann macht sie nochmal so einen Dreierangriff. Oh, man. Oh, man. So, ja, aber jetzt weiß ich, wie du funktionierst, du Mistding. Also wieder schön darauf achten, einfach nicht zu viel Geld zu Energie zu verlieren. Dann sollte das auch passen. Dann machen wir den Teil mit normal und den anderen Teil mit Raketen. Ich denke, so ist es ganz sinnvoll. Nein, ich war zu langsam. Gut. Ab dafür. Ui. Und zack. Ja, also ab einer gewissen Phase kann man sie einfach nicht mehr angreifen. I see, I see. Okay. Weil wir kriegen auch die Raketen zurück. Eigentlich könnte ich alles wieder mit Raketen machen, ne? Wahrscheinlich ist es einfach schlauer, mit Raketen zu kämpfen. Ich weiß es nicht. Hat die mich getroffen? Ich dachte, ich bin ausgewichen. Ja, Raketen sind wieder voll. Wahrscheinlich ist es schlauer, mit Raketen gesamt anzugreifen. Keine Ahnung, egal. Ja, also nach einer gewissen Zeit kann ich einfach nicht mehr angreifen. Okay.
Oh, jetzt kommt gleich der Quatsch hier. Ah, ja, okay, I see. Das hast du ganz toll gemacht. So, das ist jetzt schon die Nummer 3. Yes! Geh kaputt. Keine dritte Phase mehr. Komm, Schluss. Ist okay. Ist okay. Mach dich einfach weg. Ist das ekelhaft. Oh, mein Herz. Oh, mein Gott. Ich wollte... Oh. Da war der Boden weg. Bin ich gerade erschrocken. Alter. Danke, Spiel. Wo sind wir denn jetzt? Hier. I see. Ah, jetzt kann ich hier aufmachen. Okay. Ich hoffe, da war jetzt nicht noch irgendwas. Ich wollte mich eigentlich noch kurz umgucken. Ich hatte nicht vor, hier gleich runterzustürzen, aber ist in Ordnung. Komme ich da schon ran? Ich meine, ja, wahrscheinlich erst mit dem Gravity Suit. Ja, okay, die verhindern das schon. Ja, die verhindern das schon. Schade. Gut, also mit Gravity Suit hier hin zu... Ah, ja, ja, ich sehe. Ach so. Ah, come on! Ey, das zu treffen ist so dumm. Gibt's da irgendeinen Trick? Nee. Glaub nicht. Zum Glück stirbt man nicht, wenn man runterfällt, Lul. Ey, da muss es doch einen Trick geben. Ich meine, das ist so komisch zu zielen. Ich krieg's nicht hin. Warte, kann ich von hier aus? Ja, kann ich natürlich. Ich bin blöd. Alles gut, hab nichts gesagt. So machen wir das. So, jetzt kann ich hier aufmachen und mich aufladen erstmal. Dass hier gar nichts mehr schief geht. Eieieiei. So. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich jetzt den Gravity Suit bekomme, aber scheinbar bekomme ich einfach gar nichts. Außer den nächsten Aufzug. Sieht aktuell zumindest nicht nach einem Item aus hier irgendwo. Ja, da ist einfach nur der Aufzug. Oh, wait, aber hier... Achso, das ist ein Speicherpunkt noch. Ja. Okay, es geht nur zum Aufzug. Ich bekomme kein neues Item. Na gut. Zumindest erstmal nicht. Junge, Junge, Junge. Hatten wir jetzt den ganzen Part über nur den Bosskampf? Nee, wo haben wir denn den Part angefangen? Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, ich glaube, wir sind schon erst nach Burenia oder so, ne? Wo haben wir denn den Part angefangen? Bei der Karte von Dings. Bei der Karte haben wir angefangen. Da. Ja gut, das war jetzt nicht so viel Neues. Hauptsache im Bosskampf. Ja gut. Was? Wie heißt das Ding? Drogiga. Aha. Drogiga heißt das Viech. Ja gut, ja moin.
Dann geht's nächstes Mal in den nächsten Aufzug. Ich bin gespannt, wo der hinführt. Wir wollen ja, das Ziel ist ja aktuell, bis zum Schiff zu kommen. Ich bin echt gespannt, wie weit uns das Spiel lässt. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.